Oder am Strand entlang. Ich hatte gehofft, die Wachen überreden zu können. Zur Not mit ein paar Ey, Gil. ich hab nicht so viele Da Gil. scheinst du nicht Hallo? der Einzige gewesen zu sein. Gibt es noch ein Tor? Offiziell nicht. Inoffiziell schon. Mein Onkel hat mir mal von Tunneln unter der Stadt erzählt, durch die sich Adlige im Notfall hinausretten konnten. Nach Lazarus. Vielleicht kommen wir von dort in die Stadt. Versuchen wir es. Der Ort wirkte wie ausgestorben. Ja, weil alle getötet Ob es sicher wurden. ist? Oder verhungert sind. Solange wir die Einzigen sind, schon. Zähe Flammen. Wenigstens haben wir hier noch keinen einzigen Schwarzschild getroffen. Wir sollten trotzdem auf der Hut bleiben. Ach so, einfach zurück. Okay. Wo wir auch gerade schon vorstanden. Gespannt, wie es hier drin halt aussieht, weil es ist so schön dörflich. So schön. Wenn jetzt noch die Sonne scheinen würde, sehr schön. Guck mal, wie schön das So ist. habe ich es nicht in Erinnerung. Aber ist doch Wie schnell schön. eine Perle ihren Glanz verliert. Ja, weil die Sonne nicht scheint, Mann. Okay, hier war eine Truhe. Doch nicht verlassen. Hey, Besuch! Verzeihung. Wir wollten nicht stören. Hey. Oh. Mensch, Leute, ihr wisst doch, dass ihr keine Chance hier gegen mich habt. Danke, Kazu, für 100 Bits. Danke schön, Kaba. Da hättest du jetzt Holys Icon nehmen müssen. Juhu, es ging aber schnell jetzt, ne? Banditin bezwungen. Ich kenne nur einen einzigen Mann, der so kämpft. Und der ist schon lange tot. Dann wirst du ihn schon bald wiedersehen. Das sieht so aus wie wir. So ein bisschen. Das kann nicht sein. Ihr seid doch an jenem Tag. Vergebt mir, Milord. Ich habe euch nicht erkannt. Ihr habt nichts zu befürchten. Ich habe zwar schon ein paar deiner Kollegen gerade hier getötet, aber ist okay. Sir Wade. Sir Wade. Sir. Warte, warte, warte. Ah. Das ist rechts der Pedro Pascal. Kommt mit hinein. Ein bisschen, ja.
Ja, ein bisschen. Ja, ich habe ihn gerade noch gesehen, der rechts im Hintergrund stand. So vom Haarschnitt her. Und diejenigen, die sich geweigert haben? Wir sind geflohen, damit man kein Exempel an uns statuiert. Allerdings nicht weit. Kurz darauf haben wir uns zu den Hütern der Flamme zusammengeschlossen. Allerdings hat eine Handvoll alternder Schilde der Macht eines Kaiserreichs leider nicht viel Hallo entgegenzusetzen. Keule Schumi, guten Abend. Hallo, schön, dass du Doch reinschaust. ihren Aufenthalt hier haben wir so unangenehm wie möglich gemacht. In letzter Zeit sind wir aber mehr damit beschäftigt, die letzten verbleibenden Träger vor den Klauen der Kaiserlichen zu schützen. Die Säuberungen. Wir haben eine in Orthill gesehen. Die Schandtaten der Schwarzschilde und ihrer Herren. Ihr meint meine Mutter. Aber ich verstehe es nicht. Auch wenn ich ihre Ansichten kenne. Es ist kein Geheimnis, dass sie Träger hasst, aber ihren Nutzen müsste sie doch zumindest sehen. Nicht zu ungut, Milord. Danke für den Aber Follow, ich Dr. fürchte, ihr Dockland. gesellschaftlicher Hallo. Nutzen ist das Letzte, was Annabella interessiert. Selbst ihre Heimat kümmert sie nicht. Das hat sich mit dem Blutbad in Eastpool gezeigt. Und seit sie dem Kaiser einen neuen Erben geschenkt hat, scheint sie nur noch mehr von Trägern besessen zu sein. Der Grund dafür, Das heißt, sie vermute haben ich, einen Halbbruder? ist, dass sie jeden aus der Welt schaffen will, der die Macht ihres Sohnes herausfordern könnte. Ihr Sohn. Sir Wade, die Schwarzschilder rücken aus. Sie marschieren Da mit ist Amel Pietro zur Blue Pascal Brücke. wieder, im Hintergrund. Dann tun wir das auch. Bereit machen. Das ist ihr Haupttrupp. Wenn wir diesen bezwingen, können wir Hallöchen, vielleicht Wiebs, verhindern, dass sich die Tragödie von Old Hallöchen, wiederholt. Lederchen. Hi, danke schön für den siebten, Wenn ich den nichts siebten, tue, Sub im siebten klebt Monat. das Blut So, der nächsten Opfer vielen an lieben meine Dank. Hände. Hallo. Euren und unseren. Was diese Männer, die es wagen, sich Schwarzschilde zu nennen, im Namen meiner Mutter angerichtet haben. Frechheit. Das darf nicht weitergehen. Nee, die bringt nur Tod und Verderben Wir müssen hier. diesen Wahnsinn beenden. Zusammen. Lasst uns mit euch gehen. Für die Zukunft Rosarias. Ich habe gehofft, dass ihr das sagt. Sehr gut. Wenn das euer Wunsch ist, wäre es mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Ganz unsererseits. Sir Wade, tun wir unsere Pflicht. Mit Freuden, Milord. Er ist wirklich unser größter Fan. Sehr schön. Da haben wir wenigstens wieder ein bisschen Support gefunden. Und zack, ist das Dorf auch belebt da hier. Einiges abverlangen. Dann sollten wir uns so gut es geht vorbereiten. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier wieder einen Laden. Das wenige, Aber ich glaube das nicht, dass da was Relevantes wieder für uns zu finden ist, oder? Wüstenrose. Wird zur Herstellung von Ausrüstung? Ja, also wird man irgendwann im Laufe des Spiels wieder finden. Supertrank kann man noch genug. Ja, Elixier ist halt so teuer, ne? Es ist halt einfach. Da will ich noch nicht es mein Geld für ausgeben. Eine Ehre. Okay, Wade, wie kann ich dir helfen? Also dann, Sir Wade. Wie ist der Plan? Eine Finte. Wir drei gehen zusammen zur Bewitt-Brücke. Dort greifen wir den Haupttrupp in seinem Lager an. Wenn wir ihnen gehörig Probleme machen, werden die Schwarzschilde Verstärkung anfordern. Doch meine Leute, die sich bereits in der Umgebung versteckt halten, werden sie abfangen. In der Zwischenzeit werden wir den Kampf auf der Brücke ungestört beenden können. Insgesamt sind die Schwarzschilde in der Überzahl. Doch sie kämpfen gern in kleinen Trupps. Und das nutzen wir zu unserem Vorteil. Wie klein denn genau?
Klein genug. Jetzt, wo auch ihr und Lady Jill dabei seid. Allein hätte ich das nicht geschafft. Und trotzdem hättet ihr es versucht, nicht wahr? Ihr habt euch kein bisschen verändert. Sir Wade, wir haben die Träger von Old Hill zur Ruhe gelegt. Sehr gut. Macht euch für den Kampf bereit. Zu Befehl. Danke, Sir Wade. Mögen Sie Ihren Frieden finden. Ihren Frieden werden die Seelen erst dann finden, wenn wir den Schwarzschilden ein Ende machen. Und das werden wir. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das machen. Wir halten Sie von der Brücke fern. Wo wollte ich hin? Zur Brücke. Yes, yes. Das wird möge der Segen des Phönix mit euch sein. Wie lange verfolgt ihr die Schwarzschilde schon? Seit dem Überfall auf das erste Dorf. Ach ja, stimmt, er kommt ja mit. Wir haben die Schweine gejagt, stimmt, und ihre Leichen in der Stillwindmarsch versenkt. Das hat zweifellos Aufmerksamkeit geweckt. Seitdem ist es ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Ich werd verrückt. Komm, versuchen wir es irgendwo anders. Die Schweine kämpfen. Da ist die Brücke. Ja, in der Brücke sind wir ja eben auch schon mal vorbeigelaufen. Auftragsziehen in der Nähe. Genau, jetzt dürfen wir die hier auch besiegen. Guck mal, das Tor ist nämlich jetzt auch offen links. Was wollt ihr hier? Ich habe schon länger nicht mehr gespeichert, fällt mir ein. Eine Botschaft für die Statthalterin. Von den Hütern der Flamme. Ha. Du willst mir also weismachen, dass zwei verdreckte Landstreicher, ein Weib und ein Köter, diese Umgangssprache hier, etwas entgegensetzen könnten? Nur zu! Eure Flamme wird erlöschen! Weh, der stirbt mir jetzt hier. Ich habe ihn gerade erst kennengelernt. Eure kleine Revolution ist hier zu Ende. Das ist die Sonne neu erstrahlt. Ach ja, ich kann mich aber direkt verwandeln auch. Wann? Nur majestätische Gegner eigentlich. Wie viele kommen denn da jetzt noch? Ach, noch mehr Wyvern, natürlich. Klar. Einer reicht ja nicht. Einer reicht ja nicht. Nein, der Dragon wieder. Nobel, doch auch närrisch. Ihr beweist, dass unser Tun. Ach, da kommt Drogon gerade. Der Kakileger hier. Dieses Land bedarf Drogon ist incoming. Einer Säuberung. Ich säuber dich gleich. Aber es ist immer so ärgerlich, gegen Dragon zu kämpfen. Ich mag die eigentlich total, ey. Ich
So eine coole Klasse. Hallo, ich hab dich gebrochen. Ich habe ihn noch gar nicht besiegt hinter mir. Moment. Nein. So viele Effekte. So viele Gegner, so viele Effekte. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Oh, das war ein cooles Slow Motion gerade. Schick. Hin. Doppelsprung, Moment. Jetzt stirbt doch hier. Ah, okay, ich weiß nicht mehr, wo er war. Einfach den Effekten hinterher. Meine Güte. Ich sehe keinen mehr. Alle weg. Ich auch nicht. Es hat funktioniert. Alle voll außer Atem. Und zwar blendend. Wir haben jedes einzelne dieser verfluchten Drecksschweine erledigt. Lord. Vielleicht wird das die Säuberungen aufhalten. Wenigstens für eine Weile. Vielleicht. Doch ich fürchte, meine Mutter wird sich rächen wollen. Sie wird dafür sorgen, dass ihre Truppen schnell ersetzt werden. Böse Mutter. Dann beginnt alles von neuem. Oh, hallo Drogon. Ich frage mich oft, ob unser Rosaria für immer verloren ist. Die Felder brach. Die Menschen verhungern. Wir kämpfen, um die Flamme von einst zu schützen. Doch für jeden Feind, der stirbt, erhebt sich ein neuer. Doch dies wird immer unsere Heimat sein. Und für sie kämpfen wir. Wir es getan haben und tun werden. Solange die Flamme des Phönix in unseren Herzen brennt, lebt Rosaria weiter. Und wir werden weiter hoffen, dass der Tag kommt, an dem die rosarische Flagge wieder über Rosalith wehen wird. Sir Wade, ich... denke, wir sollten nach Port Isolde, ehe die Garnison Verstärkung herschickt? Da habt ihr wohl Da recht, sollten wir definitiv hin. Ich bin heute irgendwie nur durch Dörfer gehoppt. Also so, ich habe gekämpft und ich habe Dörfer gesehen. Okay. Und wie lange unterstützt mein Onkel euch und euren Kampf schon finanziell? Schon von Anfang an. Lord Byron war der Erste, dem ich von der Gründung der Hüter erzählt habe. Hätte ich damals von diesem Tunnel gewusst, wäre mir wohl der Ärger erspart geblieben, als ich über die Mauer hineinklettern wollte. Und seitdem kommuniziert ihr also nur noch über den Tunnel miteinander? Der Schein will weiterhin gewahrt bleiben. Wenn jemand Wind davon bekäme, dass Lord Byron in unserer Revolution mitmischt, würde er ohne einen Gill an den Galgen gehen. Und das würde niemandem helfen. Also hält er die Fassade aufrecht. Obwohl es ihn viel Überwindung kostet. Er weiß, dass ein falscher Schritt alles zunichte machen würde. Auch deshalb ist er vorsichtiger als je zuvor. Seid nicht überrascht, wenn er eine Audienz verweigert. Schließlich glaubt man euch beide tot. Dann werde ich ihn davon überzeugen müssen, dass ich weder Geist noch Feind bin. Mit letzterem könnte ich euch behilflich sein. Das ist das Zeichen der Hüter. Damit diejenigen, die Rosaria lieben, auch euch als ihresgleichen wissen.
Du hast die loderne Klinge von... Ich werde es mit Stolz tragen. Das würde ich auch empfehlen. Ich will nicht, dass meine Männer euch wieder angreifen. Es sei denn, ihr verdient es. Wenn doch Sir Tyler nur hier wäre, um euch zu sehen. Oder Lord Murdoch. Aber da ist Pedro Pascal wieder im Hintergrund. Immerhin er ist da. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ich weiß. Nun geht, Milord. Pedro Pascal ist Last Man Standing. Oh nein, wir haben wieder ganz viele Zwischensequenzen vor uns. Byron Rosefields Anwesen, da sind wir jetzt angekommen. Wie zuvorkommend. Meinst du wirklich, er glaubt uns, wer wir sind? Ich finde den Kamin so schön. Schön gemütlich. Ich schätze mal, er hält uns für dreiste Betrüger und schärft gerade sein Richtbeil. Stellt euch meine Überraschung vor, als ich hörte, mein Neffe sei zu Besuch. No! Clive Rosfield ist schon lange tot. Und ihr schändet seinen Namen. No! Dafür rollen eure Köpfe. Verarscht uns doch. Doch, der verarscht uns. Verarscht uns. Bist du geistig umnachtet? Ich bin es, Sir Crandall von Camelot, getreuer Diener, ihre Heiligen durchlaucht, Sankt Sibyl der Unschuldigen. Madu, du abscheulicher Zauberer, für deine Missetaten gegen Kirche und Krone soll dein Kopf rollen! Oh, jetzt sieht er ihn in der Vergangenheit. No, er erkennt ihn. Pfui, du elender Tugendbold. Selbst im Tode willst du mich noch plagen? Also gut, ich stoße das Tor zur Hölle auf das du stürzest hinab ins Feuer. Bravo, Onkel. Dein Mardu ist immer noch unübertroffen. Oh, Clive, mein lieber Junge, du bist es wirklich. Das ist eine Lieblingsszene aus Die Heilige und der Heretiker. Warum war ich eigentlich nie Sir Crandall? Weil er es besser konnte. Ich brauche deine Hilfe, Onkel Byron. Rutherford, informier die Küche. Wir haben Gäste. Lass sofort auftischen. Aber Onkel... Du kannst die Geschichte deiner wundersamen Rettung ja wohl kaum mit leerem Magen zum Besten geben. Los, setzt euch. Heute nehmen wir das gute Geschirr, Rutherford. Das gute Geschirr. Habt ihr auch gutes Geschirr? Ihr habt also eine ihrer Säuberungen gesehen. Seit Annabella Statthalterin ist, streut sie Salz in Rosarias Wunden. Aber diese Gräueltaten sind ein neuer Tiefpunkt. Etwas ist anders. Ich weiß nicht genau was, aber sie ist nicht mehr dieselbe. Ein Monster hat sie ersetzt.
Ein Monster. Wie dem auch sei, ich wurde beauftragt, diese Stadt zu regieren und muss daher den Schein des Gehorsams wahren. Mehr als Wade und seine wackere Schar zu unterstützen, kann ich nicht tun. Hat er erzählt, du riskierst viel für Rosaria. Unser Land steht tief in deiner Schuld. Es sind schon 20 Jahre, Clive. Die Nation, die dein Vater und seine Vorfahren aufgebaut haben, ist passé. Vielleicht wäre es anders, hätte ich den Mut meines Bruders. Dafür sind wir jetzt da. Nun gut, wenn du ein Schiff benötigst, sollst du ein Schiff erhalten. Die Ladung einer meiner Barken. Boah, die Katze da oben. Gelöscht. Guckt euch mal diese Zähne da an. Ist sie wieder reisefertig. Da, also. Weg ist sie. Wirklich alles? Euch glauben? Ha! Ein Narr würde nicht einmal die Hälfte von eurem Gerede glauben. Doch bis heute hätte auch nur ein Narr geglaubt, dass mein Neffe noch am Leben sei. Außerdem habe ich Grund zur Annahme, dass Clive die Wahrheit sagt. Der da wäre? Na du selbst, Junge. Du warst schon immer ein furchtbarer Lügner. Ist das wahr? Ist nicht gelogen. Lassen wir das besser. Legen wir den Finger nicht in seine größte Wunde. Hat er uns gerade angezwinkert? Was ich allerdings nicht glauben kann, ist, dass du dieser Sid sein sollst. Du warst immer so ein guter Junge. Doch nun bist du der Geächtete. Damit machst du aus mir, wenn ich nicht irre, einen geächteten Onkel. Also gut, wo plündern wir zuerst? Rutherford, bring mir meinen Säbel. Das wird ein Spaß. Du hast doch schon so eine bekämpft. Ja, aber so aus nächster Nähe, diese riesige Szene von diesen, ich glaube, Curls, ich kann die nicht aussprechen. Das sah schon sehr cool aus. Weiß nicht, die Mimik ist viel fertig. Ein tolles Schiff, nicht wahr? In nur 3 Tagen wird es uns über die siedende See bis nach Dostanos bringen. Oder bin ich mal gespannt, wie sich die Karte dann ändert. Als ob wir dann größere Karte kriegen oder drück so. Dich etwas. Monster. Als ich bei den Eisernen war, haben sie mir keine Wahl gelassen. Entweder ich folgte widerstandslos ihren Befehlen. No. Oder jemand anderes wurde bestraft. So wurde ich ihre Marionette. Ich ließ sie meine Strippen ziehen. Sagte mir, dass nicht meine Hände das Schwert schwangen, sondern ihre. Ich verschloss mich vor der Wahrheit, weil ich den Schmerz nicht mehr ertrug. Und mit der Zeit fühlte ich nichts mehr. Ich war wie taub. Und jetzt umarmen sie. Ich war zum Monster geworden. Tja. Ich will kein Monster sein, Clive. Verstehst du? Ich möchte einen anderen Weg wählen, einen besseren. In einer freien Welt.
Aber bevor ich das kann, muss ich mit meiner Vergangenheit abschließen. Ich helfe dir. Und bin an deiner Seite, wie du an meiner warst. Danke, Clive. Ich muss für meine Sünden büßen. Erst dann, und nur dann, stirbt das Monster in mir. Gut. Solange du nicht mit ihm gehst. Komm, gehen wir zurück. Oh, immer so kurz davor. Wenn es nicht mehr geht, gibt es noch viel zu besprechen. Ah, Leute, romantisch. Feuer und Wasser und Meer. Mann. Bald, ja, bald. Die beiden, die kommen noch zusammen. Wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Kehre ins Versteck zurück. Das mache ich doch sehr gerne.